So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Und was soll man dazu sagen? Der Markt ist weiter sehr volatil und relativ unberechenbar. Ich habe es ja gestern nur kurz in dem Kommentar von dem Video geschrieben, dass es ein umgekehrtes Spiel geben könnte, weil US-Märkte sind zu Börsenschluss eben ein bisschen eingebrochen wieder oder haben auf Tagestiefständen geschlossen. Und dann schrieb ich ja, höchstwahrscheinlich macht China genau das Gegenteil und steigt. Und in der Tat, das hat dann China gemacht, hat im Plus geschlossen und natürlich dadurch wieder den ganzen Handel im DAX ein bisschen natürlich durcheinander gebracht. Hier im Xetra, also nachbörslich, stand eben der DAX mit der Indikation wieder bei 9.820 Punkten. Und da gab es eben dann wieder die Möglichkeit, natürlich, dass er hier das Gap schließt. Sollte China nochmal so einen Drawdown erleben, das folgte halt nicht. Und hier auf Xetra sieht man dann gar nicht den Abverkauf der letzten Handelsstunden natürlich im Future, sondern der DAX eröffnete heute direkt über der 10.000er Marke. Das Tief lag bei 9.990 Punkten. Blieb also hier im Stundenchart über der Rainbow-Unterkante. Was man jetzt hier erkennt, er konnte sich an den knapp bis 10.100 vorarbeiten, aber hier scheint er eben nicht drüber zu wollen. Möglich wäre jetzt, wenn man sich hier an der Unterkante orientiert, nochmal einen kleinen Einstieg, einen spekulativen, vielleicht an der 10.000er Marke zu suchen oder knapp darüber bei 10.20 und dann vielleicht noch auf eine Aufwärtsbewegung spekulieren, aber in exakt 4 Stunden kommen wieder die wichtigen Arbeitsmarktdaten in Amerika raus. Wie da der Markt reagiert, da er jetzt vorbörslich deutlich im Plus steht. Der Dow Jones Future kann annähernd 200 Punkte gut machen. Also da will ich jetzt absolut keine Prognose eben wagen, wie die Zahlen sowieso ausfallen und wie dann die Märkte reagieren. Das wird sehr schwierig sein. Schauen wir noch den Tageschart an, ob da jetzt was groß rauszulesen ist. Hier könnte schon eine Abwärtsbewegung jetzt zu Ende sein, auch wenn jetzt hier nicht das Gap geschlossen wird. Aber natürlich ist er noch deutlich angeschlagen. Also hier von einem Befreiungsschlag zu reden, könnte man eben höchstens, wenn er sich wieder hier bei 10.400 Punkten sich zurückarbeitet, also in die Wolke und über den Widerstand. Sonst, wie gesagt, im kurzfristigen Fenster wären vielleicht eben hier ein spekulativer Einstieg möglich. Der Stopp, an das gestrige Tief vielleicht eben bei 9.970 Punkten. Zu den anderen Setups, hier Hongkong ist unter den Stopp schon gestern gefallen. Konnte sich hier halt leicht zurückarbeiten, steht aktuell bei 20.400 und hier wurde eben nahezu exakt die 2000er Marke angelaufen. Im Nikkei, da lief es, perfekt. Das Tief lag bei auch im normalen Handel in Tokio fast exakt an der Marke, an der gewünschten 17.550er Marke. Hier gab es jetzt halt keinen normalen Hammer, sondern eher einen Inverted Hammer. Da darf man auch eben gespannt sein, wie dann die Märkte am Montag eröffnen. Aber im Moment, ich werde wahrscheinlich nachher eine Analyse nochmal über den Nikkei und Hang Seng schreiben, aber wie da genau das Chartbild oder der Prognosepfeil aussieht, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Zum
zur BMW-Aktie. Hier konnte man von bei 84,20, wo die Analyse etwa erschien, oder 84,40 im Hoch, ja, schon 3 Dollar, konnte da 3 Euro, konnte die Aktie schon zulegen. Und hier war eben exakt so ein Fibonacci erreicht worden. Deswegen erfolgte da der Einstieg. Und der andere Fall hier, die Dialog-Aktie. Ja, kann jetzt heute nicht so überzeugen, aber im Plus liegt man auf alle Fälle. Hier kann jetzt der Stopp, damit man nicht groß in Verlust gerät, nachgezogen werden. Und ja, vielleicht ein Stück eben drunter noch. Oder wenn man eben den Einstieg hier oben getätigt hat, dann kann man den auch direkt hier hochziehen. Weil hier wurde ja das Setup nahe dem Low veröffentlicht. Gold konnte jetzt hier einen größeren Verlust verbuchen. Ja, von den Mustern her kann sich jetzt hier eine kleine Korrekturbewegung, oder eine größere, ist ja schon angelaufene, beziehungsweise einmal nochmal hoch, dann nochmal runter. Aber hier sollte es eigentlich dann zu einem Ausbruch gekommen sein. Und man müsste sich hier eher eben nach oben richten. Wie auch schon die Pfeile hier schon eben seit, ja, 1072 hier schon eingezeichnet wurden. Zu der Sunrun-Aktie lief am Vortag, also nicht jetzt, am Vorvortag, nahezu perfekt, lief hier rein, dann konnte man fast 10% mitnehmen. Jetzt liegt man wieder hier auf Einstiegsniveau, natürlich mit der deutlichen Vorbörse, positiven Vorbörse, sollte man hier auch wieder am heutigen Tag im Plus liegen. So, das war's erstmal. Danke fürs Zuhören und man hört sich oder sieht sich später.